So. Leute, es gibt ein viertes Wrack. Gucken natürlich zuerst, ob Onkel zu Hause ist. Was für ein Tag? Sonntag. Okay, Leute. Es fahren Ready-Autos auf der Strecke heute. Zählt der Patch bei dem Safe-Game? Ja. Onkel? Nee, er ist wieder nicht da. Sein Auto ist auch nicht da. Okay, wir gucken mal, ob die Rallye im Fernsehen läuft. Beim Onkel an der Tür riecht es immer so nach Pipi. Echt? Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht laufen da mal Hunde lang und pinkeln. So, wir haben 12 Saftflaschen. Läuft die Rallye schon im Fernsehen? Leute. Tommy Vliani fährt gerade. Wie geil ist das denn? Alter. Laiska Luku. Was war das? Da kommt Tommy Vliani. Alter. Wie der ballert. Was? Tommy Vliani! Wow. Ach du Kacke! Die crashen ja komplett! Oh! Alter, was? Wie schnell ist fährt der denn? Was? Wie übertrieben schnell heizt der um die Kurven? Was sehen wir hier? Da kommt einer. Okay. Ist niemand gefinisht bisher? Noch immer nicht? Okay, gut. Wir gucken uns das mal aus der Nähe an, würde ich sagen. So, wie viele Kippen haben wir eigentlich noch? 9, okay. Also jetzt noch 8. Ne, jetzt noch 9. So, letzte Bier hier. Shit, wir müssen jetzt aufpassen. Wir müssen jetzt gut wirtschaften, Leute. Wir können nicht mehr die ganze Zeit Bier saufen. Aber wie soll ich das schaffen? Ich bin Alkoholiker. Hört ihr das? Das war ein Rallye-Auto. Okay, Leute, die Map wurde geändert. Wir müssen jetzt echt aufpassen, wie wir fahren. Kann sein, dass die Map viel geändert wurde oder wenig. Was nehmen wir alles mit? Hör mal. In der Distanz. Könnte ein Motor sein. Aber warum dort? Ist das ein Boot? Fährt jemand Boot? Hört ihr das? Da fährt doch jemand Boot. Da fährt jemand auf dem See! Wer ist das denn?
Wie geil! Wer ist das wohl? Okay, wir haben noch keinen einzigen Fisch gefangen. Das falsch rum. Mach mal so rum. Geil. Schalt HDR ein. Sollen wir das machen? Graphics. HDR. Was bringt das? Ist irgendwie grau geworden, oder? Ist das gut? Das hat irgendwie nichts gebracht, oder? Ist es besser oder schlechter? Auf Monitoren, die es nicht anzeigen können, gar nichts. So sind die Farben bei mir satter. So mag ich es lieber. So sind die Farben bei mir viel schöner. Okay, wir fahren mal an die Rennstrecke. Ich muss noch mal im Briefkasten gucken. Nee, nur Werbung für den Computer. Keine Rechnung. Gut, dann mal ab an die Rennstrecke. Was machen wir überhaupt? Es ist Sonntag. Tankstelle hat nicht offen. Den Onkel haben wir jetzt schon freigeschaltet. Der spawnt jetzt irgendwann random bei uns am Haus. Aber Oma hat den freigeschaltet. Den Step haben wir. Die Reifen müssen wir noch holen. Stimmt. Aber können wir erst nach 20 Uhr. Reifen holen erst ab 20 Uhr. Wir könnten die Wespe noch töten. Ich habe aber mein Dings nicht mit. Ich habe den Feuerlöscher nicht mit. Das ist ein neuer Track. Den kennen wir schon. Das war ein geiler Track. Wir müssen jetzt genau ausschalten, was geändert wurde an der Map. Könnte jederzeit etwas Neues für uns auftauchen. Vielleicht sind die neu hier, die Masten? Nee, oder? Vierte Wrack können wir anfangen zu suchen. Stimmt. Jemand einen neuen Baum gesehen? Da ist ein Spaziergänger. Die haben hier Bäume weggenommen. Habt ihr es gesehen? Man kann besser die Bahnschienen einsehen. Die haben da ein paar Büsche weggenommen. Safe. Man konnte rechts viel schwieriger einsehen.
Okay, Leute. Wir müssen jetzt echt aufpassen, hier fahren Rallye-Autos. Kutsche mitnehmen, die liegt hier noch. Können wir schon mal abgeben. Fuck, das wird richtig riskant, glaube ich. Ach komm, Björn, alles ist gut. Was soll schon passieren? Verbuggt? Ist er verbuggt? Der hat kein Dings mehr. Hä? Hallo? Was ist passiert? Scheiße. Und jetzt? Vorne war es? Sicher? Jo. Wo denn? Der Seite? Wirklich? Okay, jetzt müssen wir wegen den Rallye-Fahrern aufpassen. In welche Richtung fahren die eigentlich? Warte, das ist kein Rallye-Fahrer. Das ist unser Cousin. Wieso fährt der Cousin auf einer Rallye-Strecke? Das ist unser Cousin. Der ist schon wieder völlig betrunken. Okay, der fährt mir rein. Die Strecke ist aber bisher dieselbe. Oh fuck! Die Fahrer fahren, glaube ich, mir entgegen, die Rallye-Fahrer. Die kommen von vorne. Warum ist kein Publikum an der Strecke?
Hier stand sonst Publikum. Ist das Rennen, ist es schon abends? Ist die Rallye schon vorbei heute vielleicht? Also letztes Mal war ich am Sonntag schon Oma besuchen und dann haben wir gespeichert. Es kann sein, dass es schon abends ist. Sind in dem Spiel alle miteinander verwandt. Nicht nur im Spiel. Nee, ist nur Samstag und Sonntag Rally. Nur Samstag und Sonntag ist Rally. Sind wir auch verwandt? Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles Leben auf dem Planeten miteinander verwandt ist. Wir betreiben quasi durchgehend Inzest. Entschuldigt mir noch 32 Geburtstag und Weihnachtsgeschenke. Ich verschenke nichts. Ich bin aber raus. Ich habe das erste Geschenk, was ich. Nee, das habe ich nie mehr. Das habe ich. Ich wurde nur. Ich hätte. Wir haben. Mein Papa hat meine New York-Reise geschenkt jetzt zum 50. Aber selbst das wurde nicht von mir initiiert. Ich bin voll der Grinch. Aber du kannst mir ein bisschen Geld leihen. Vielleicht. Ich glaube, es wird gerade schon dunkel. Hier haben die auch Bäume entfernt. Ja, man kann die Bahnschienen besser einsehen. Hier haben die auch ein paar Böscher entfernt. Das ist aber nett. Okay, Leute. Richtig MVP wäre, wenn das neue Wrack einfach in dem Haus gespawnt ist. Aber das gucken wir später. Erstmal geben wir das ab, was wir hier haben. Wir holen uns die Reifen. Gibt es in MLC ein Casino? Es gibt einen Spielautomaten in der Kneipe und man kann irgendwo Karten spielen, haben wir letztes Mal herausgefunden. Aber wir wissen noch nicht genau wo. Ich bin 25 Jahre alt. Super. Da, wo das Auto steht, kann man Karten spielen? Hä? Wann? Wann ist da jemand, der Karten spielt? Bisher war das dort immer leer. Hinterm See? Leute, ich bin 25. Ich habe letztens meinen Ausweis auch an die Kamera gezeigt. Tutata! Fuck. Das kann Bier mehr mit.
Dieser Sumpf sieht neu aus. Das sieht neu aus hier. Ich glaube, das ist neu. Dieser Fluss, Bach, das sieht neu aus. Da ist ein neues Haus. Das Feld ist neu. Safe Call. Da hinten ist eine neue Straße. Was haben die hier gebaut? So. Shit. Wie finden wir denn jetzt raus, ab wann es 20 Uhr ist, Leute? Ich habe gar keine Uhr in dem Trecker. An was können wir das festmachen? Sonnenstand. Sonnenuhr aufstellen. So, der hier ist ja schon, dafür haben wir schon Geld bekommen. Den können wir auch mal ein Stück zur Seite fahren. Wir werden ja noch oft hier bei der Werkstatt sein. Die Zeitansage anrufen. Gab es mal sowas wie eine Zeitansage, wo man anrufen konnte? Saß da eine Person? Oder war das schon eine Maschine? Tonband. Oh fuck, das mach ich. Komm mit! Fahr dich ein bisschen an die Seite. Okay, perfekt. Was ist? Der Hammer. Den brauchen wir gleich noch. Beim nächsten Ton ist es. Ah, okay, dann ist einfach ein Band gelaufen. So, da ist ein neues Haus, Leute. Warum ist da ein neues Haus? Wer ist hier eingezogen? $0.20 pro Verbindung aus dem deutschen Festnetz. Mhm. Gibt's das noch? Okay, Leute, wer wohnt hier? Darf der hier wohnen? Ist das Haus überhaupt neu? Oder stand es schon vorher hier? Und es ist mir nie aufgefallen, weil ich nicht nach neuen Dingen gesucht habe. Schwierig. Auf jeden Fall kann man hier nicht klopfen. Jalousien sind unten. Drin ist anscheinend niemand. Man weiß es nicht. So, wie spät ist es wohl in-game, Leute? Ich kann da die Reifen nicht holen vor 20 Uhr. Weil die Wespen sind da noch aktiv. Kommen wir heute Scheiße frei? Nee, der Scheißelaster ist noch nicht da.
Das könnte schon 20 Uhr sein, Leute. Das Problem ist, wenn es nicht 20 Uhr ist, dann sterben wir. Ist das der Mond? Es ist schon 20 Uhr, oder? Es wird echt schon dunkel jetzt. Da ist ein Brunnen. Im Brunnen gesichtet. Tür haben wir schon mal eingeschlagen. Ich erinnere mich. Und da sind wir geflüchtet vor der Wespe. Hier ist ein Brunnen. Warum wurden Brunnen ins Spiel implementiert, wenn da nicht mal was rauskommt? Was? Oh. Okay, wir können das trinken. Geil. Ist die Tapete neu? Ist es 20 Uhr, Leute? Wenn es nicht 20 Uhr ist, ist dort eine Wespe, die uns tötet. Da ist schon wieder unser Cousin unterwegs. Okay, die Sonne geht gerade unter. Es gibt einen Keller? Das ist jetzt schwer. Was machen wir denn jetzt? Wann geht die Sonne unter? Um wie viel Uhr? Masentavaa tekstiä. Tuohan kuulostaa pahemmalta kuin mitä itse syyhypunkki. Miksei siinä voi lukea suoraan näin? Syyhypunkkeja vastaan ei ole hoitoa. He tulevat, munivat ja kuolevat vasta kun kantajansakin. Jos kutiaminen sormen välissä tai ranteessa tai polvessa tai peniksessä alkaa tuntua ylitsepääsemättömän... Wenn ich ganz rechts gehe, bin ich dann vielleicht safe?
Okay, scheint zu gehen. Eins. Aus dem Fenster werfen. Oh. Physics. Okay, please, please, please. Please. Okay, Leute. Ich glaube, wir sind safe. Es regnet. Okay, ab jetzt wären wir 100% safe gewesen. Weil wenn es regnet, ist sie auch inaktiv. So, wird ein bisschen voll jetzt. Alle Mann an Bord. Los geht's. Okay, wir haben die Reifen, Leute. Wir sind safe. So, die lassen wir jetzt direkt hier bei der Werkstatt. Denn die müssen geupgradet werden. Weil mit denen dürfen wir gar nicht Rallye fahren. Mit dem kommen wir keine Zulassung. Wir bekommen nur mit den Standardreifen, mit den neu aufgezogenen, eine Zulassung. Und ohne Zulassung können wir keine Rallye fahren. Deswegen stapeln wir die hier schon mal. Warte mal. Gibt es nicht 5 Reifen? Wo ist der Ersatzreifen nochmal? Stimmt, auf der Müllhalde. Hallo. Hallo. Okay, ab nach Hause, Leute. Yeah.
Ist da einer? Einer. Okay. Vielleicht ist Montag ja unser Onkel da. Wäre geil. Okay, es war glaube ich schon sogar nach 20 Uhr, Leute. Ich glaube, wir waren so oder so safe. Da sitzt ja noch immer ein Solf. Frage mich, wer auf unserem See mit dem Boot gefahren ist. Oma, nee. Oma ist zu alt, um auf den See zu fahren. Die bewegt sich nicht mehr aus dem Haus raus. Also doch aus dem Haus, aber ich glaube, die ist nicht mehr so aktiv, Oma. Ich glaube nicht, dass es Oma war. Was war das? Habt ihr das gesehen? Gesehen. Unser Trecker ist auf einmal so gekippt. Ist vielleicht ein Hirsch in uns reingelaufen? Hoffentlich nicht. Oder war es Bigfoot? Reifen verloren, nee. Alles gut.
Aber jetzt ist schon tiefe Nacht hier. Nee, spiel heute noch PUBG. Ich bin gerade ein bisschen im PUBG-Fieber wieder. Ich habe gestern fast ein paar Runden zu Hause gespielt. Das wäre aber ein Fehler gewesen. Weil ich will mir diesen Hype, will ich mir unbedingt bewahren. Solange wie es geht. Ich glaube, heute geht was. Wann kommt eigentlich der Bump Simulator nochmal raus? Wird das irgendjemand schon wieder gefittert? Den warte ich nämlich auch. Wie viel Geld ist für die Fight Night drin? Wir haben richtig viel Kohle. Aber wir gucken gleich mal. Es fehlen noch ein paar hundert Euro. Ne, BAM Simulator, der Penner Simulator. Oder Obdachlosen Simulator. Aber wisst ihr was? Ich glaube, der wird. Ich weiß nicht, ob der geil wird. Der sieht halt lustig aus. Aber wenn das keine Spieltiefe hat wie My Summer Car, dann wird das nichts. Dann ist das ein witziger Witz. Aber warten wir mal ab. Vielleicht kommt ja was Gutes. Den hat noch niemand angespielt. Den konnte man noch gar nicht anspielen. Es gibt nur einen Trailer. Wenn du es mit MSC vergleichst, kannst du nur verlieren. Stimmt. Ja, ist halt die Frage. Können wir sowas überhaupt spielen? Weil ich finde das halt, also ja, auf der einen Seite das, was Aaron McBoone schreibt, dass es traurig ist, dass es in Deutschland über sowas wie Obdachlose gibt. Ist halt die Frage, ob sich das Spiel über Obdachlose lustig macht. Oder ob es irgendwie das nicht macht. Das muss man halt gucken. Wenn es das macht, dann ja, will ich es, glaube ich, nicht spielen. Dunkel. Oh nein, ich finde doch gar nicht ins Bett. Ach du Kacke. Warte mal, steht nicht hier irgendwo die Lampe? Was? Ich hatte sie gerade. Geil. Oh, perfekt. Nicht immer da, okay. Nice. Irgendwo. Please. Oh. Ja, komm, leck mich. Dann bleibt das Licht halt an. Die Batterie ist eh nicht simuliert.
So. Kurz noch mal was essen. Alter, wir haben fast keine Wurst mehr. Mehr duschen. Ab in die Haie. Läuft da genau das gleiche Lied. Okay, wieder was geschafft, Leute. Verbrennen wir erstmal unseren Müll. Ah, warte mal, bevor wir speichern, gucken, ob Onkel da ist. Wurden schon 578 Bananen gegessen. Alter. Warte mal, wenn wir uns anpinkeln, werden wir dreckig? Das ist ja unrealistisch. Mit dem Moped kann ich auch fahren, ja. Das Moped hat jetzt auch ein, man kann jetzt Sachen transportieren mit dem Moped. Haben wir im Patch gelesen. Shit, jetzt kann ich schon wieder duschen. Okay, speichern.